So, hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und ich bin hochmotiviert, hier jetzt weiterzumachen. Wir gehen zuerst hier runter und, naja. Ich glaube, das muss ich nicht erklären, dass ich hier drüber rennen muss und so. Und wir versuchen einfach mal weiterzukommen. Wo müssen wir denn hin? Wir sind stehen geblieben in den abgeschafften Testgeländen, wo wir zunächst mit dieser blauen Flüssigkeit konfrontiert wurden und, wir jetzt irgendwie einen Weg nach oben finden müssen. Exit. Hey, ich will da hoch. Exit. Komm schon. Okay, da komme ich definitiv nicht hoch. Ich kann aber hier so ein bisschen aussieht ein Portal hinmachen. Und da hinten. Aber das bringt mir jetzt eigentlich nicht viel. Da können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. Da, da, da. Da können wir überall nichts machen. Da müssen wir, glaube ich, irgendwo da oben was finden. Da ist auch nichts. Da ist. Kann ich da oben irgendwas machen? Da oben, so. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Und latschen hier nach oben. Da, Gel Flow. Da float das Gel durch. Wow. Also, ich muss mein Gehirn anstrengen, weiße Flächen finden. Wo ist hier eine weiße Fläche? Wo ist sie? Gibt es da vorne irgendwo eine weiße Fläche? Ah, perfekt. So, dann sind wir also hier drin. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Oh Mann, ey. Ja. Wie hieß der nochmal, dieser Typi? Da unten war der, Enter. Da muss ich rein, also. Okay. Dann, müssen wir irgendwie da hoch. Da hinten. Kann ich da ein Portal setzen? Nö. Aber da. Hem. Ah! Genau. Erstmal hier unten. Da kommt wahrscheinlich das blaue Gel raus. Sag ich doch. Perfekt. Jetzt da bitte. Spitzenklasse. Hüpf. Hüpf. Ich duck mich erstmal. Und spring dann mit ein bisschen Schwung nach. Ah. Ich hab gesagt, mit ein bisschen Schwung. So, nochmal. Perfekt. Und hier nach oben. Geht doch. So. Hier an den Wänden kann ich jetzt leider kein Gel benutzen, aber, da kann ich mich raushüpfen lassen. Das heißt, irgendwie muss ich hier oben Gel hinbekommen, kann das sein? Ich mach mal, so. Dann haben wir da schon mal etwas Sprungzeug. Und ich mache, da etwas, Sprungzeug hin. Das heißt, ich hüpfe jetzt hier drauf und bin dann hier oben. Und dann bin ich hier durch. Perfekt, geht doch. So einfach ist das. Hier, Rechtsklick. Ich glaube, ich möchte da vorne auch noch ein bisschen, Sprungzeug haben. Genau, danke. Da hüpfe ich dann drauf. Und jetzt, da hätte ich schon gern das Zeug. Allerdings setze ich den grünen mal woanders. Und den setze ich jetzt mal hier hin. Den blauen. Das sage ich schon. Grün. Und hüpf! Boah, das ist. Die Rätsel sind cool. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Oh Mann, das ist so. Das ist sowas von Assi, aber. Ich weiß nicht. Ich finde das richtig cool, diesen Humor. Ich finde ihn einfach nur richtig cool. Und weiter geht's. Hier oben. Komm schon, Tür auf. Dankeschön.
wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Ja, ich denke, das wird kein Problem. Was ist denn das hier? Das ist Saubermachtzeug, oder wie? Ha. Keine Ahnung, was das ist. Aber hier haben wir blaues Hüpfgel. Und wir wollen irgendwie da hoch. So, kann ich hier irgendwo? Da kann ich. Ah, was bringt das jetzt? Da muss ich hoch. Dann lass mich mal hier bitte. Komm schon. Danke. Und? Dankeschön! Geht doch. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. If a future you tries to warn you about this test, don't listen. Also, wenn ein zukünftiges Ich mich vor diesem Test warnen will, dann sollen wir nicht zuhören. Weil sonst irgendwas mit der Zeit passiert. Und hier kommen irgendwie nur geringe Tropfen rein. Das heißt, im Endeffekt mache ich das so. Oder auch nicht. Da kann ich auch. Aber das bringt nicht viel, wenn ich da jetzt... Allerdings bringt es mir generell, ich muss dagegen hüpfen. Das heißt, ich mache da einen hin und hüpfe dann da durch. Psiu, psiu, hooray, Gelflow. Ja, ja, da fließt das Gel durch. Flatsch. Kann ich irgendwo weiter? Da kann ich weiter. Aber ich glaube, im Moment bringt das mir noch nicht so viel. Jetzt muss ich irgendwie... Accidents hurt. You will be hurt. Autsch, dem fehlt eine Hand. Coworkers don't endanger others. Ja, die sollen andere nicht in Gefahr bringen. Und für die Firma, also Aperture Science in dem Fall, wird das kostspielig. Und die Wissenschaft, die hat weniger Erfolg, beziehungsweise Fortschritt. Das heißt, bring dich nicht in Gefahr. Oder mach keine Unfälle oder was auch immer. So, hier unten muss ich irgendwie, genau. Das Ganze da drauf flatschen lassen. Ah, okay, da passiert nichts. Wir müssen allerdings... ich überlege gerade mal. Da hau ich mal den rein. Da hau ich ihn mal rein. Wenn ich da drauf hüpfe, dann, wo kommen wir dann hin? Beziehungsweise, wo müssen wir überhaupt hin? Das da oben, was hat uns das eigentlich jetzt gebracht? Ach, das ist wahrscheinlich, dass wir wieder hoch können, falls wir es vermasseln. Das heißt, ich mach mal hier unten noch einen hin. Komm schon. Flatsch. Mehr kann ich da aber leider auch nicht machen. Wenn ich hier oben einen hinmache. Jetzt verstehe ich. Prima. Mal schauen, ob ich das hinbekomme einigermaßen. Das wird gar nicht mal so ein einfacher Sprung werden. Doing. Und komm schon. Dreck. Komm schon, dann noch einer, bitte. Danke. So, versuchen wir das Ganze nochmal.
Mit Schwung. Und da hoch. Na. Ey. Menschenskinder. Das war richtig knapp. So, nochmal. Diesmal ein bisschen mehr in die Richtung hier. Und nun möchte ich gerne da hochhüpfen. Komm schon. Na. Ah. Wie soll man das denn machen? Wobei, ja. Das war wahrscheinlich die schlauste Methode, die ich je verwendet habe. Ich mach das einfach mal so. Ja, okay. Was habe ich denn da unten für einen Mist gebaut? Wie auch immer, jetzt, wenn ich hier oben bin, kann ich damit wahrscheinlich irgendwo anders hinhüpfen oder so. Keine Ahnung. Oder nee, ich komme da hoch. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich Angst. Bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Alter, so ein Übertreiber, als ob ich Angst habe. Wenn der Scheiße nicht einfach kaputt wäre, dann würde ich ja nichts sagen. So, jetzt sammeln wir hier mal ein bisschen Flüssigkeit an. Komm schon. Das sieht da witzig aus im Endeffekt. Tada! Ultimative Mischung. Was auch immer. Was müssen wir hier drin machen? Mich hier drauf stelle. Dann geht die Plattform runter. Und wenn ich mich nicht drauf stelle, geht sie wieder hoch. Okay. Das bedeutet so viel wie, ich muss da hochgehen und irgendwie mich mit dem Gel hier. Deshalb brauche ich hier ein bisschen Gel. Wieso zu. Oh, mein Fehler. Mein Fehler. So, bitte ein wenig blaues Zeug hier. Dankeschön. Außerdem brauchen wir diese Kiste. Wie kriegen wir diese Kiste da raus? Was passiert jetzt? Doing, 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 doing. Ah! Wie cool ist das denn? Das ist sehr cool. Komm her. Du bist meine. Danke. So. Du wirst sauber gemacht. Denn wenn ich versuche, dich da drauf zu legen, bist du definitiv nicht mehr sauber. So. Du kommst da drauf. Und irgendwie, ja genau, da oben kann ich sie dann wieder nass machen. Das heißt, hüpf. Jetzt, da. Komm schon. Geht doch. Wee! Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Alter, ich find's aber cool, ey. Die Begründung, ey, warum ist es gefährlich, ja warum nicht? Alter, es ist krank, das ist einfach nur krank, aber es ist cool. Das ist geil, Mann, das Spiel ist hammermäßig. Wo geht's jetzt hin? Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Cave Johnson. Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Carolyn? Heißt sie Carolyn? Was zur Hölle?